Moinsen. Und damit Moinsen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute muss ich ein bisschen improvisieren aufgrund ein paar Sachen, die ziemlich schief gelaufen sind. Womit wir auch gleich anfangen. Ich wollte eigentlich heute in diesem Sonntagvideo ein Let's Play Karrieremodus von FIFA 16 raushauen. Verein sage ich logischerweise natürlich noch nicht. Und am Mittwoch eine Spielkarriere mit natürlich mir als Charakter und halt ja, Verein verraten, wäre langweilig. Aber das wunderschöne Ding hier, die Game Capture HD, so geil die Verpackung noch aussieht, hat mein PC keinen Bock drauf, überhaupt keinen Bock drauf. Immer wieder USB-Probleme. Im USB-Pod passiert nichts. Es passiert nichts. Immer wird nicht erkannt. Ich saß 4 Stunden lang heute Mittag dran. Hab versucht. Das wird nichts. Das heißt, ich werde das schöne Ding hier wieder zurücksenden. Den Cache wieder einsacken. Und mir eine Alternative dazu holen, die hoffentlich auch funktioniert. Hat eine schlechte Seite, also kein FIFA-Let's Play und das Ding war unnötig gekauft. Aber auch eine gute Seite, weil ich den Karrieremodus, den ich bis jetzt aufgenommen hatte, natürlich noch nicht geschnitten, sonst hätte ich es jetzt nicht schon wieder direkt gelöscht, nachdem die Elgato heute Mittag ankam, habe ich eben die FIFA-Episoden nur mit Kamera auf Bildschirm gemacht. Also das wäre eh ziemlich hässlich gewesen. Gleichzeitig kam heute das hier. Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2. Ziemlich nice Spiel, wurde mir von einem Freund vorgeschlagen. Haben wir gemeinsam angezockt. Ziemlich nice. Ziemlich alt. Sieht man auch hier dran. PlayStation 3 noch hier oben so komisch rein. Ziemlich alt, glaube 2007 oder 2008 oder so rausgekommen. Aber sieht ziemlich nice aus. Ist jetzt auch nicht so ein typisches, dummes, draufgeballere Ballerspiel, wo du durch 500 Gegner durchläufst und alle abballern musst. Das ist eher so strategisch. Auch im Multiplayer ist ja nice, deswegen habe ich mir mal zugelegt. Auch ziemlich billig. Finde ich eigentlich echt geil. Und dann nochmal ein richtig geiler Punkt. Heute kamen 3 richtig geile Sachen heute am Freitag. Nämlich die Dauerkarten kamen endlich an. Ich habe gemeinsam mit einem Kumpel eine Dauerkarte, habe deswegen zu zweit natürlich bestellt. Dauerkarten kamen an mit witzigen Gutscheinen. Juckt nicht wirklich jemanden. Aber die kamen endlich an. Heißt, es wird Vlogs geben aus der zweiten Liga, wenn ein Heimspiel am Stissel ist. Habe ich jetzt auch abgehakt. Und ich habe einen Greenscreen. Den will ich dann auch für die FIFA-Episoden dann aufnehmen. Was erstmal von der netten kleinen Location hier. Gehen wir gleich mal in den Gesamtüberblick. Ein bisschen von diesem Raum habe ich ja schon mal gezeigt beim Setup-Video. Hier sozusagen, wenn man hier reinläuft, das ist leider, sieht es über die Kamera jetzt nicht so. Sieht man jetzt nicht so viel. Aber war das Prachtstück am Stissel im Greenscreen und den baue ich jetzt erstmal auf. Normalerweise sieht es auch noch so aus, dass hier unten so eine zusammengeklappte Matratze ist. Weil es halt einfach angenehmer ist, da zu sitzen und so weiter und so fort. Und jetzt versuche ich erstmal das Ding hier aufzubauen. Da ich eben nur so komische Klammern habe, aber da muss ich auch noch orientieren, hier oben das hinzumontieren, dass da der Greenscreen anständig runterfallen kann, auch in meinem Zimmer, muss ich jetzt eben vom alten Bett solche Stützen hier ranlehnen, damit der so halbwegs ein Greenscreen entsteht. Sau schwer, so einen verkackten 3x3 Meter Greenscreen ohne irgendwelche großen Schatten hinzubekommen. Dann können wir gleich mal testen, wie gut der Greenscreen funktioniert. Ich wäre jetzt gerne in London. London ist langweilig. Jetzt wäre ich mal gerne in Berlin. Berlin, nee. Paris. Und jetzt wieder zurück. Jo, scheint doch eigentlich ganz gut zu funktionieren.